Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 17. Ja, ihr seht, ja, hat sich ein bisschen was getan, denn das ist eigentlich nur ein Notizzettelchen zum Heften und wir haben diese, ja, Schildchen nicht mehr dafür, deswegen werden die nächsten Folgen jetzt alle mit diesen kleinen Notizzetteln drauf. Naja, aber das ist auch kein Problem, denn es geht ja eigentlich nur darum, was ist in diesem Haus. Und das freut mich wieder ungemein, dass wir das hier zusammen machen können. Erstmal an den Turing, schönen Dank für deinen Kommentar. Sehr nice, cool, ich freue mich. Und ja, wir machen einfach mal weiter mit dem ganzen Spektakel hier. So, das heißt, auf die Zauberbude und los geht's. Und mal gucken, was hier drin ist. Ich bin wieder gespannt. Ihr wisst ja, jedes Mal eine Überraschung. Und bei meiner Frau ist eigentlich fast immer alles eine Überraschung, was hier kommt. Vor allem, wenn es hier um einen kleinen Dolz D30 geht, ne? Oh mein Gott. Da ist wieder einiges dabei. So, den Dolz, den tun wir mal hinter die Kamera. Der darf jetzt erstmal ins Offset da rein. So. Das, die kleine Achse tun wir auch dahin. So, das war's. Mehr war da nicht. Zettel drin und weg das Häuschen. So. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir die richtige Seite hier auch aufschlagen. Das heißt, wir müssten. Genau, wir müssen hier hin. Und dann gucken wir uns die Teile mal an. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also es sind wohl die Seitenkästen hinten von den Rädern plus das, was man noch so aufsetzen kann. Also das wäre Schritt 22. Okay. Das ist die 21. Okay. Mhm. Da gibt es dann halt auch diese Bank oder so mit dabei. Da gibt es halt eine Halterung. Okay. Also, wir haben einmal für den Radkasten die beiden Radkästen hier. Da kommt noch irgendwas, glaube ich, hinten dran. Ich habe keine Ahnung. Ne? Also, einmal Radkasten 1, Radkasten 2. So. Dann haben wir für die Rückenlehne vom Sitz. Die haben wir hier dabei. So, was haben wir denn noch hier bei? Was ist denn das? Ich glaube, das sind irgendwelche Arbeitsscheinwerfer oder so. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Von daher. Müssen wir uns das jetzt mal angucken. Oh Mann. Oh, jetzt müssen wir die Hälfte. Hier ist wieder mehr Tesafilm bei als was anderes. So, einmal. So. Na. Okay, das kriege ich nicht aufgemacht. Das ist jetzt schon wieder zum Mäusemecken. Also, Werkzeugtasche raus und auf geht's. Müssen wir das halt aufschneiden. Muss halt so gehen dann. So, und Schere, Schere, Schere. Da. Dann gucken wir mal, ob wir das hier... So, dann haben wir hier noch so ein Teilchen und dann machen wir hier noch den Tesafilm auch noch ab.
Nee, ne? Boah, jetzt löst sich das Tesa für mich auch noch auf. Oh, ich hasse es, Mann. So, einmal. Da weg. Einmal da weg. So. Tesafilm ist ab. Supi. So, jetzt nehmen wir uns die Zange und machen hier erstmal alles wieder schöno picobello. Ist nur die Frage, muss das da auch weg? Oder bleibt das da dran? Ne, das bleibt dran, okay. So, einmal. Und zweimal. So. Dann schnappen wir uns mal hier das gute Stück und sag mir doch mal einer, wo soll das denn dran? Und vor allem, wie soll das hier dran? Okay. Ach so. Okay, also das kommt hier noch gar nicht dran. So. Das kommt so. Ah, guck mal. Na, das kann ja nicht so rum. Nee, das kommt so rum. Dann, okay. Jetzt verstehe ich. Alles klar, okay. Das sind die beiden hinteren Lampen. Ja. Und jetzt müssen wir den kleinen schwarzen Knauf in diesen einen grünen Knauf versetzen. Aber da fehlt doch was. Das ist jetzt nicht, der grüne Knopf ist nur der. So. Also das machen wir erstmal. Den dahin. Den dahin, da oben, den müssen wir auch noch mal abknipsen. So, und jetzt müssen wir eigentlich mal meine Frau fragen, ob das hier nicht auch noch zwei so Teile waren. Weil hier fehlt doch was. Engelchen! Ich habe da mal eine Frage. Huh. Ja, an dich. Du hast mir ja zwei so schöne Teile eingepackt. Und da waren ja noch zwei so Teile bei der einen Seite.
Wo sind denn die auf der anderen Seite? Kommen die erst noch? Das ist das, was ich dir gesagt habe. Guck doch mal, die Nummern, sind das nicht die gleichen? Nein. Dann kommt das nicht. Oder? Wenn das nicht dieselbe Nummer ist. 1069D. Moment. 70. A 70. Das scheint doch, das sind wohl die gleichen. Hä? Ja, aber das, laut dem ist das doch jetzt zweimal, oder? Das kapiere ich nicht. Das sah für mich gleich aus. Also Zahlen sind ja gleich. Ja, ja, die Zahlen sind gleich, aber warum? Das, die Teile gab es nur einmal. Alles nur einmal. Ich kann dir die leeren Gitter geben. Moment. Ne, wir gucken jetzt was nach. Moment. Wir haben ja das Bild hinten drauf. Oder vorne drauf. Ja, aber hier auf dem Bild sind sie zweimal drauf. Ja, aber ich kann dir die leeren Gitter geben. Da siehst du, dass jedes Teil auch nur einmal da war. Also, das ist aber jetzt komisch. Diese Nummer gibt es nicht zweimal. Also 69 und 70. Das gucken wir doch jetzt mal vorne nach. Was das denn hier sagt. 69... und 70. Also das ist die A. A 70. A 70. Hast du mir die 60? Ah! Ah, jetzt. Jetzt ist alles klar. Ja, das kommt noch. Da hast du recht. Denn das ist die 60. Okay. So, und das andere ist die 59C. So, meine Lieben, da war der Ton mal kurz weg. Entschuldigung, die Aufnahme wurde unterbrochen. Es tut mir leid. Aber wir machen weiter. Und zwar, diese beiden Teile hier, ich halte sie mal in die Cam hier. Und zwar, mir hat ein Kollege einen guten Tipp gegeben. Wir nehmen uns mal hier unsere kleine Pinzette, und zwar dieses kleine Teil und dieses kleine Teil hier. Die beiden Teile gibt es nochmal, heißen aber anders und sind somit erst im nächsten oder übernächsten mit dabei. Ja, ich würde fast sagen im nächsten, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Gut. So. Dann machen wir jetzt noch unsere Halterung hier fest. Und dann haben wir es gleich. Dann haben wir wieder einen Bauabschnitt. Erfolgreich absolviert. Ey, das gibt's jetzt nicht. Das ist jetzt ja. So. Jetzt aber. Aber das ist auch falsch rum. Was ist denn das?
will er da nicht rein. Da drauf? Ne, da gibt es gar keinen. Also muss der ja hier drauf. Und dann muss der ja auch nach innen. Jetzt ist er drin. So. So, da haben wir das gute Stück dran. Das ist eine Sitzfläche, ja. Sehr schön. Aber wie kommt denn die Sitzfläche? Ich schneide das immer noch nicht. Also scheint ja wohl echt nur so zu sein. Jetzt gucken wir uns den mal hier an. Warte mal. Hier sind gar keine Löcher gebohrt dafür. So, hier sind keine Löcher dafür gebohrt. Genauso wenig. Wie hier noch zwei Löcher fehlen, um. Ach so. Um hier ein Kennzeichen anzubringen. What? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Muss ich vielleicht auch nicht verstehen. Keine Ahnung. Na gut, aber, meine Lieben, das war's. Das waren die beiden drei Teile. Das haben wir jetzt zusammengebaut. Das werden wir noch zusammenbauen. Da kommt dann so einiges. Vielleicht erleuchten uns dann die Revell-Götter etwas mehr, was wir machen müssen. Ich verstehe es nämlich nicht. Aber das soll es auch erstmal für diese Folge gewesen sein. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Kolke und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachtszeit noch. Bis morgen. Ciao.